Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Harvest Moon, deine Tierparade. Ich habe mich hier in der Schmiede eingefunden und werde jetzt den Silberhammer kaufen, damit ich in der Mine halt besser arbeiten kann. Weniger Energieverbrauch und so. Und ich muss diesen Part nachsynchronisieren, das tut mir leid. Mein Audio City ist mal wieder abgekackt. So, um in die Mine zu gehen, fange ich natürlich wieder von oben an. Da oben sowieso die besseren Edelsteine sind und so. Also wenn ich jetzt mich erst von unten nach oben durcharbeite, dann gehe ich lieber von oben nach unten und ja. Irgendwann war ja mal der Part, wo ich 4 Diamanten oder so gefunden hatte. Da habe ich ja weiße Edelsteine schätzen lassen und da waren dann 4 Diamanten dabei. Die haben mir ordentlich Kohle gebracht und natürlich, Geld regiert die Welt. Und hier ist das sowieso so, dass man Geld immer gut gebrauchen kann. Da hat man sehr viel... Oh, scheiße, war zu spät. Das war Gesundheitsgas und... Hier haben wir schon einen weißen Edelstein, das ist super. Je mehr wir davon finden, umso größer ist unsere Chance auf Diamanten. Oh, das war Stärkungsgas. Wofür das so genau gut ist, weiß ich auch nicht. Ja. So, oh, guckt euch das an. Silbererz, naja, Silber kann man immer für Schmuck gut gebrauchen. Natürlich ist die Chance groß, wenn man hier größere Flächen hämmert, dass man dann mehr Gase auf einmal freisetzt und dem dann schlechter ausweichen kann. Aber wir werden es überleben. Und wenn wir eine Erkältung kriegen oder so, mein Gott, dann kann ich immer noch eine Anti-Erkältungsmedizin nehmen. Oh, ich höre einen miesen kleinen Wichser, höre ich. Verlangsamungsgas. Wir schleichen uns hier durch die Gegend. Oh, weißer Edelstein. So. Und dann hauen wir den hier kaputt. Schnelligkeitsgas. Oh, shit. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Unbeabsichtigt gefallen. Naja, macht nichts. So, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich glaube, so lohnt sich das. Und hier erwische ich so die 3. Oh ja, immerhin 2. Von 3 Steinen. Was war daneben? So. Hoffentlich ist mein Mikro nicht kaputt. Ich finde, das klingt heute irgendwie ein bisschen sehr leise. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. Ansonsten könnt ihr es mir ja sagen. Ich muss morgen noch wieder neue Parts Grandia aufnehmen. Außerdem ist mein Urlaub morgen zu Ende. Aber ich muss erst abends zur Arbeit und da kann ich dann tagsüber noch aufnehmen. Auch wenn mein Neffe jetzt da ist, der will mit mir auch Wii spielen. Zu Hause kann er das nämlich nicht. Mein Bruder und seine Freundin, die haben keine Zeit mit ihren Kindern Wii zu spielen und alleine dürfen sie da nicht dran. Gucken sogar selten fern. Da freut er sich, dass er bei uns dann mal ein bisschen mehr dem Hobby nachgehen kann, was normale Kinder auch tun, nämlich spielen. Und ich meine nicht Fußball. Das spielt er schon zu Hause genug. Ah, Verlangsamungsgas, scheiße! Ah, der Kurz ist 2 Wochen, Quatsch, ist jetzt 1 Woche bei uns. Mal gucken, ob er es durchhält. Ja,
gehen wir mal runter. Ja, das sieht doch hier ordentlich aus. Schön viele Kristalle. Hier gleich ein weißer Edelstein. So. Versuchen dem Gas auszuweichen, was mir nicht gelungen ist. Ja, solange es kein Krankheitsgas ist, wo ich mir Medizin nehmen muss. Alles andere ist egal, das hebt sich ja auf, wenn ich die Etage wechsle. Schnelligkeitsgas! Wach, 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 wach. So. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, wann ich mein Kind bekomme. Auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Das auf jeden Fall. Also im Spiel jetzt, ja. Also im realen Leben will ich keine Kinder. Nein, danke. Reicht mir, wenn ich mich ab und zu meinen Neffen kümmern kann. Die sind nervig genug, wenn ich da so ein kleines Kind selber hätte. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. So, hier lohnt sich doch auch mal volle Kanne aufzuladen. Oh, sogar ein Golderz. Das nehme ich doch mit. Also Golderz nehme ich gerne. Davon habe ich noch nicht so viel. Oh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen jetzt, aber macht nichts. So, schön alles hier zerhämmern. Noch hier das Gelbe einstecken. Hier eine Dreierreihe. Kupfer ist mir Wurst. Ja, so kann ich das machen. Was? Kein Edelstein dabei? Das ist doch was ein Fail. Ah, diese roten Dinger, von denen habe ich noch keine. Ah! Wieso treffe ich nicht? So, jetzt aber. Ah! Oh, peinlich. Ja, ich habe kein Zielwasser getrunken. Das wird's sein. Na denn, das Silbererz nehme ich auf jeden Fall mit. So, was haben wir hier? Nix. Ein Stein. Nix. Noch ein Stein. Nochmal nix. Na, dann gehen wir weiter. Dann gibt es hier scheinbar nichts zu holen. Oh, Pilzebene. Wir gehen in die Pilze und stecken alle ein. Und ein kleiner Maulwurf, den holen wir die Füße ein. Mein kleiner, kleiner Pilz, ich sammle dich hier ein. Holli, holli, hallo. Und kommt ein blöder Licht, der so mit so spricht. Dann hole ich meinen Pilz und der stinkt, stinkt, stinkt. Ja, ich lasse jetzt den ollen Maulwurf sein und kümmere mich halt jetzt eher um Kristalle. Ja. Schön Kristalle kaputt machen. Auch wenn nichts rauskommt. So, hier haben wir 4 Kristalle auf einen Schlag und ist nichts drin. Ja, das war ja sehr sinnvoll. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Nichts. Ist das hier eine Fail-Ebene? Okay, hier haben wir einen gelben. Ein gelber, das ist gut. Und wir sind bei der Hälfte unserer Energie angelangt. Haben also noch reichlich... Oh, na gut, aufhört's. Haben also noch reichlich... Dann gehen wir wieder runter. Da ist er! Und? Ein Pilz. Ein fucking Pilz hat er nur hinterlassen. Dann gehen wir weiter. Yo. Ja, freut ihr euch denn schon auf das nächste Harvest Moon Projekt, das hier nachkommen wird, also wenn das Projekt zu Ende ist? Da gibt es ja dann Baum der Stille mit den Regenbögen und so. Habe ich schon fertig abgedreht für euch, ja. Ja, das heißt fertig. Ich habe die Story durchgespielt schon und aufgenommen. Und ich werde dann demnächst irgendwann, wenn ich die Zeit finde oder auch wenn das Let's Play beendet ist,
die Familienplanung noch durchziehen in dem Spiel. Und das könnt ihr dann, während das Let's Play läuft, entscheiden, ob ihr das dann noch sehen wollt. Und vielleicht, wenn danach, würde ich mir eventuell Magic Melody als Let's Play noch vorstellen können. Oder auch Pokémon Park 1 und 2. Habe ich auch da. Könnte ich auch ein Let's Play zu machen. Ist auch ein schönes Spiel. Spiele, sind ja zwei. Ja. Könnt mir ruhig eure Meinung schreiben. Und ich guck mal, was ich machen lässt. Boah, ich weiß ja gar nicht, was ich rein technisch noch so machen werde. Es gibt so viele Sachen, was ich gerne jetzt playen möchte. Und oh, ich habe so wenig Zeit. Und dann dauert es ja auch immer so bescheiden lang, bis mal ein Part hochgeladen ist. Ich würde eigentlich viel lieber, genauso wie die Profis, alle so 2-3 Parts am Tag hochladen können. Aber mein Internet ist so scheiße schlecht. Also da ist es leider ein Wunder, wenn ich 2 Parts am Tag euch präsentieren kann. Ich versuche ja Animal Crossing Let's Go to the City euch jeden Tag was zu geben. Natürlich nehme ich auch nicht jeden Tag auf. Also ich glaube einmal, wann war das? Ich glaube am 6. Da war ich, 6. Juli, da war ich auf dem Streetpost-Treffen und da konnte ich gar nicht aufnehmen. Habe ich erst am nächsten Tag aufgenommen dann. Ja. Und das ist ja auch so ein endloses Projekt. Also da kann es ewig dauern. Und deswegen habe ich da ja auch dann beschlossen, die ersten 3 Parts für die Einleitung und so kann ich an einem Tag machen. Also und den Rest jeden Tag nur ein Part dann gedreht. Und dann offline halt ein bisschen so gespielt. Um Schulden abzubauen und so. Ja, was soll ich erzählen? Ist ja auch ein bisschen langweilig hier in der Mine. Oh, seltenes Erz! Nehme ich auch. Aber ich habe irgendwie bei seltenem Erz total Pech. Also ich habe es ja seltenes Erz selten gehabt. Und wenn ich es dann habe schätzen lassen, dann ist da leider nichts bei rausgekommen außer Altmetall. Was ich mal voll Panne finde, weil es ist immer kacke, wenn man, weiß ich nicht, 6 Stücken einreicht und dann kommt da 6-mal Altmetall raus. Man hat sich da schon ewig einen Wolf gesucht. Naja, vielleicht soll ich auch eher mal an der Wasserstraße oder so gehen, um da... Ah, Verlangsamungsgas. Naja, soll mir recht sein. Dann laufe ich nicht so schnell und kann nicht Gefahr laufen, in diese blöden Löcher zu treten. So. Ach, das war immer wieder sehr sinnfrei. Ja. So, hier war nichts außer Silbererz, das nehme ich natürlich mit. Der Edelstein und was haben wir denn hier? Nix. Dann gehen wir weiter. Beziehungsweise Feierabend. Ich bin ja schon im roten Bereich. So, es regnet, die Erde wird nass, tralali, tralala. Wir haben den 25. Das heißt, es sind noch 3 Tage, bis der Herbst endet. Mal gucken, ob ich da noch was ernten kann, demnächst. Ah, hier ein paar Pilze werde ich noch sammeln. Kann man dann schön verkaufen oder verschenken. So, dann lasse ich hier noch einen Kram schätzen. Steile Begutachtung. Ja, haben Platz genug. So, dann schätzen wir mal hier. Oh, passt schon. 8 Weiße macht 6 Glas. Und 2 Kristall. Weitere Gegenstände? Ja, bitte.
So, dann haben wir hier 17 gelbe Edelsteine. Mal gucken, was wir da draus kriegen. 13 Glas, 3 Bernstein und ein Topaz. Ja, das hat sich doch gelohnt. So, dann das Silber. Kostet leider da. Ja, bitte. 6 Silbererz macht 4 Alteisen, 2 Silber. Ja, das heißt, ich könnte mir Schmuck machen, wa? So, dann probiere ich noch mal Glück bei den beiden Erzen hier, wobei ich da keine Hoffnung habe. Ja, ein Alteisen. Ja, auch wenn da wahrscheinlich auch nichts rauskommt. Manchmal hat man ja Glück. Und bekommt ein Alteisen. Ja, ich habe es ja gesagt, die Chancen sind sehr gering. So, für mich Schmuck. So, was hätten wir denn hier? Silberanhänger, Bernsteinanhänger. Sieht mir aus. Aha, so. Okay, und Silberring, Kristallring. So. Ja, ich nehme mal so einen Kristallring. Kristall kommt immer gut. Bernsteinring. Nee. Der wirkt irgendwie nicht so. Mehr kann ich hier nicht machen. Auch schon. Bernstein. Wie sieht die aus? Oh. Nee. Dann doch lieber die Kette, oder? Ja. Damit ihr das auch mal so seht. Dann habe ich mal ein bisschen mehr Schmuck, was ich anlegen kann. Warte mal, eine Kristallkette und eine Brosche habe ich ja schon. So, die Schmucksteinchen, die legen wir dann in die Küste für Sonnenbox. Damit verdienen wir dann unser bisschen täglich Brot. Und dann haben wir den Part für heute auch schon wieder fast geschafft, oder? Mal auf die Uhr gucken. Ja. 17,5 Minuten haben wir rum. Dann packe ich das Zeug jetzt noch rein und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Tschüssi, bis dahin, eure Dieter Kenshi.